7. Dezember 1944. Alliierte Einheiten überqueren die Grenze zwischen Belgien und Deutschland. Sie treffen auf schweren Widerstand nahe Bergstein. Bei der kleinen Stadt liegt ein Hügel, der den Deutschen einen optimalen Überblick über sämtliche Einheiten in allen Richtungen verschafft. Vernichtende Artillerieschläge, die von hier koordiniert werden, sorgen für unzählige Verluste bei den Alliierten. Das 2. US-Ranger-Bataillon bereitet sich auf die Einnahme des Hügels vor, um den Deutschen ihren Vorteil zu nehmen. Und damit herzlich willkommen zurück beim Call of Duty 2 Singleplayer Let's Play hier auf Peters IP-Welt. Wie man eben gehört hat, sind wir mittlerweile in Deutschland angekommen, nachdem wir erfolgreich auf dem französischen Gebiet den D-Day quasi hinter uns gebracht haben. Und ich bin gespannt, was uns jetzt hier in Deutschland erwartet. Das Bataillon will, dass wir uns am Morgen Abend oben auf den offensichtlich müssen wir zuerst einmal zu einem Hügel. Und da ist auch mein Freund Sergeant Randall wieder. Also irgendwie auch in Deutschland das Wetter nicht unbedingt toll. Ich muss jetzt mal wieder reinkommen. So. Es ist immer noch das Problem, dass ich teilweise nicht erkenne, wer jetzt hier wer ist. Und wo es jetzt rangeht. Wieso nach hinten? Nach vorne, Leute, nach vorne. Also ich finde die Map sieht nicht unbedingt toll aus gerade. Es wird irgendwie so karg. Fällt mir nicht ganz so gut, aber oh mein Gott. Deutsch Tristesse. Oh, das waren zwei Leute. Also ich weiß nicht, ob das jetzt die Mission ist. Ich denke mal, ich fahre am besten, wenn ich erstmal wieder die Häuser abchecke und dafür sorge, dass hier keiner mehr ist. Ich sehe gerade meine amerikanischen Kollegen, die laufen kackfrech schon weiter ohne mich. Leute, was solltet ihr sein lassen? Ich höre viel NG. Aber noch alles unter Kontrolle, also es ist recht einfach gerade. Wenn der Regen irgendwie stärker zu werden scheint. Irgendwie, das fiel mir schon bei den anderen Missionen auf, dass sie öfters mal sagen, irgendwas irgendwie. Als würden sie denken, dass wir hier Briten werden. Ich weiß immer nicht, wie die darauf kommen. Da und wow. Wow. Leute. Ganz ruhig. Okay. Ah, alles easy going. Okay, da werden unten ist noch einer. Ja, unten auch noch einer. Okay. Ah, wieder so Häuser sichern, okay. Es ist interessant, dass ich nicht über den Stacheldrahtzaun gekommen bin. So, Haus 1 safe. Gehen wir zum Haus 2. Da haben wir. Ah, das ist einer von mir, okay. So. Das ist interessant, die haben mal wieder auf mich gewartet, ne? Und dann stürmen die sogar selbst. Also, aber die gehen halt nicht weiter, ne? Die Drecksarbeit darf dann immer noch. Oh, okay. Hä? Hä? Den hättest du auch erledigen können, Randy. Okay, dieses Haus ist sicher. Tor 1. Idiot. Neu an der Straßenblockade formieren. Und wie schnell er wieder unten ist, ey. Du kleiner Wichser. Wo ist er denn?
Die Straße ist dicht. Wir müssen jetzt nach Osten. Und los! Ah, dann. Wow! What the fuck? Ich kann nicht aufstehen, wieso kann ich. Doch jetzt. Läuft, läuft. Die Messer machen es jetzt nicht unbedingt einfacher. Ein deutscher Bild. Ist gerade relativ simpel alles. Weg hier! Vorwärts! Die Deutschen machen es mir gerade echt nicht schwer, ne? Ich dachte ja, nach der Russ-Kampagne, die meiner Meinung nach mehr so als Einführung gedient hat, dass das dann, also, oh, wow, Leute, wieso wieder von hinten? Ich verstehe es nicht. Bei den Briten hatte der Schwierigkeitsgrad irgendwie dann noch einmal rapide angezogen. Ich dachte ja, das zieht sich jetzt hier bei den Amis fort. Ich weiß nicht, irgendwie. Das kann natürlich auch an den Einstellungen liegen, also an dem eingestellten Schwierigkeitsgrad, aber irgendwie. Ist nicht ganz so schwierig, wie ich es anfangs erwartet hatte, muss ich sagen. Oh, okay, kaum beschwert man sich schon, macht Sergeant Wendell sogar selbst was. Finde ich geil. Finde ich gut von dir. Er wird mir langsam sympathisch. So, nach Norden. Da ist eine Sperre. Da ist ein Pferd. Und man soll doch hier lang, oder nicht? Schalten sich das feindliche Mörser-Team aus. Oh, hinten rum? Wo bin ich jetzt gekommen? Okay, also hier lang, okay. Wow! Alter Vater, der brennt noch! Wie mies, ey! Gebrannt, ey. Okay. Vorsicht, MG42. MG42, zurückfallen. Taylor, rauf da. Worauf? Wo sollte ich jetzt rauf? Also ich meine, das ging jetzt auch so. Ich brauche den Status der Halbkettenfahrzeuge im Nordwesten. Feldwebel. Ah, man hört's. Herren, wir sichern dieses Haus. Und stellt ihr Maschinengewehr am Fenster auf. Funker, finden Sie raus, wann die Fallschirmjäger einsatzbereit sind. Finden auf mein Zeichen. Tür auftreten und Granate rein. Bereit. Oh, okay. Jetzt! Eine Granate! Weg hier! Das sollte reichen. Mann am Boden! Los, los, los! Kalten Wasser! Werfen wir dann nochmal eine Granate rein, dann haben wir erstmal Ruhe. Ah, das denken die sich auch, okay. Alles kein Problem, alles kein Problem. Safe. Ja, safe. Okay. Hey, wo kommen hier Granaten hin? Was, was? Schalten Sie die feindlichen Mörser aus? Ja, okay. Aber da ging es ja nicht raus, also durchs Fenster raus. Okay. Ziel erfüllt, okay. Na endlich. Ah, hier leuchtet. Wow. Aua, liegt der da. Wie ich ihn mal nicht gesehen habe, ey.
Also man hört es schon, hier sind noch mehrere. Ah, auch klar, der nicht tot ist. Der Randall, der hat mehr als 9 Leben. Es ist abartig, was der alles einsteckt. Scheiße. Ich dachte mal, Kolbenschlag macht First Kill, aber okay. Übernehmen Sie die Kirche? Ja, hab ich doch, oder nicht? Achso, okay. Okay, Leute. Wir graben uns jetzt ein und warten auf den Rest der Kompanie. Okay, das scheint dann schon für diese Mission gewesen zu sein. Morgen früh gehen wir da hinauf und schalten sie aus. Ja, fies, wenn wir da mal kommen, sobald alles erledigt ist, ey. Trupp 3, ausschwärmen! Ich will das Kaliber 30 hier drüben haben! Stellen Sie Wachen an der Kreuzung auf! Also die erste Mission in Deutschland überzeugt mich jetzt nicht, also die war zu simpel, zu einfach, also was, weiß ich nicht, hat mir jetzt nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Die Ranger übernehmen, bin ich mal gespannt, was uns im nächsten Part erwartet. Dann würde ich sagen, bis dahin, tschüss.